Hallo und herzlich willkommen zu den Radio 1 Filmen dieser Woche. Los geht es, und das ist schon eine kleine Sensation, mit einem Film aus Uruguay. Passiert ja auch nicht alle Tage, und dieser Film war einer der Lieblinge der diesjährigen Berlinale, Die Erbinnen. Ich gehe heute nicht raus. Ich werde gehen. Allein. Diese Gläser sind echtes Kristall. Warum sie das alles verkaufen? Wir erleben in diesem Film zwei Frauen. Sie leben schon seit vielen Jahren zusammen, eben ein altes Paar. Man hat sich eingelebt in den Alltag. Da passiert etwas ganz Unerwartetes. Eine der beiden alten Damen muss nämlich ins Gefängnis gehen. Sie hat versucht, mit Betrügereien sich Geld zu verschaffen. Die beiden sind wirklich Erbinnen, aber langsam schmilzt dieses Erbe eben zusammen. Nun sitzt die eine im Gefängnis, erlebt da aber plötzlich eine ganz neue Welt, freundet sich mit den Frauen an, und die andere alte Dame, die ja auch mal in besseren Kreisen war, fängt jetzt plötzlich an, reiche Frauen zu chauffieren, übrigens ohne Führerschein. Dieser Film zeigt auf ganz wunderbare Weise, wie eine Krise, auch eine ökonomische Krise übrigens, auch eine Chance sein kann für diese beiden Frauen. Auf jeden Fall ist es ein Neubeginn. Sie ist ein wunderbar gespielter Film, und auch das Haus der beiden ist Teil dieser ganzen Geschichte, weil Stück für Stück müssen sie ja nun ihre alten Wertgegenstände, die Gemälde, die Möbel verkaufen. Aber dadurch kommt auch Licht hinein in dieses Haus. Dadurch wird es auch luftig und auf eine neue Weise bewohnbar. Wunderbar gespielter, hervorragend. Hervorragender Debütfilm aus Uruguay. Dafür gibt es die volle Punktzahl. 5 Rollen. Das war vielleicht ein Fehler. Was war vielleicht ein Fehler? Dass ich bei Ihnen eingestiegen bin. Sie könnten ja ein Serienmörder sein. Entschuldigung, aber Sie sehen ein wenig danach aus. Bei diesem neuen Film von Lars von Trier gab es in Cannes, wo er seine Weltpremiere erlebte, vorher eine Warnung an das Publikum. Sie sollen also nicht schockiert sein. Der Film ist extrem grausam und brutal. Das ist der wirklich. Ich schließe mich dieser Warnung an und sage ganz ernsthaft, wenn Sie so etwas nicht verkraften, wenn Ihnen das ganze Serienkiller-Genre sowieso unheimlich ist, dann gehen Sie nicht in diesen Film. Alle anderen allerdings werden einen radikalen, verstörenden, auch fesselnden, zynischen, unterhaltsamen Film sehen. Lars von Trier porträtiert sich möglicherweise selbst in dieser Figur des Serienkillers. Herrlich, größenwahnsinnig gespielt von Matt Dillon, ein Mann, der über 60 Morde begangen hat in diesem Film, aber gleichzeitig ein hochintelligenter Mann ist, der die Kunst neu definieren will. Denn aus diesen Opfern will er etwas schaffen, was ein Gesamtkunstwerk sein könnte. Damit stellt Lars von Trier das eigene Schaffen durchaus mit in Frage. Es ist doch die Frage danach, wie weit darf Kunst gehen? Welche moralischen Werte gibt es? Welche ästhetischen Normen dürfen gesprengt werden? Welche nicht? Dieser Film ist außerdem, und das macht ihn durchaus interessant, auch eine Übermalung der göttlichen Komödie von Dante. Da gibt es nämlich Verge, das ist sozusagen der Gesprächspartner des Massenmörders, gespielt von Bruno Ganz, den man fast gar nicht sieht in diesem Film. Verge, Vergil, wir wissen, das ist der Mann, der leitet als der Dichter in der göttlichen Komödie die Figur eben Dantes durch die Höllenkreise bis hin zum Paradies. Eins steht allerdings fest bei diesem in der Tat wirklich sehr, sehr schwer erträglichen Film. Lars von Trier und auch dieser Mann im Film werden garantiert das Paradies niemals sehen. Sie werden vermutlich für ihr Leben lang in der Hölle schmoren. Für dieses sehr verstörende, auch erschreckende Werk gibt es immerhin 3 Rollen. Vous avez quel âge? 22 ans. C'est quand la dernière fois que vous avez dormi? Cette nuit, j'ai pas dormi, mais la nuit d'avant, je crois que j'ai dormi. In diesem Film lernen wir Leo kennen, einen 22-jährigen Stricher. Er lebt auf den Straßen von Paris. Sein Leben ist geprägt von Obdachlosigkeit, von Hunger, von Krankheit, auch von Verzweiflung. Gleichzeitig aber ist er ein Suchender. Er sucht tatsächlich Wärme und Zärtlichkeit in den Armen der Freier. Und er hat einen besten Kumpel, der ihn immer wieder raushaut. Allerdings ist der nun wiederum unfähig, die Gefühle von Leo zu erwidern. Dieser Film ist entstanden in einer sehr langen Recherche. Über 3 Jahre war der Regisseur unterwegs, hat solche Männer kennengelernt, hat mit ihnen gesprochen, sie interviewt, und die Erfahrungen sind dann in diesen Film eingeflossen, deshalb wirkt er geradezu dokumentarisch. Vor allem aber ist es der Film eines überragenden jungen Darstellers. Félix Mariteau ist jetzt so etwas wie der Shootingstar des französischen Kinos, und tatsächlich schafft er es, diesem jungen Mann, über den wir fast gar nichts erfahren, wir wissen nicht, woher er kommt und wohin er geht, diesem jungen Mann also eine ganz glaubhafte, sehr anrührende Gestalt zu geben. Ein Mann, der zum einen natürlich ganz normal umgeht mit seiner Nacktheit, dieser Teil seines Berufes, auf der anderen Seite aber hat sich eben diese Erfahrung von ständiger Ausbeutung eingeschrieben in seine Körperlichkeit, und das zeigt dieser junge Darsteller auf so besondere Weise. Für diesen Film gibt es 4 Rollen, und dies war es auch schon wieder mit den Radio 1 Filmen der Woche. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.